In diesem Video schauen wir uns eine besondere Glassträhne an, und zwar die sogenannte Bologneser-Trähne, und die hat ganz besondere Eigenschaften. Schauen wir uns wie immer ein bisschen Geschichte an, und das beginnt mit den Prince Rupert's Drops, so heißen die Dinger im englischsprachigen Raum, und das kommt daher, dass Ruprecht von der Pfalz, ein begabter Militärführer und auch vor allen Dingen als Naturforscher, Künstler und Erfinder hat er sich einen Namen gemacht, war eines der Gründungsmitglieder der Royal Society in England und brachte damit auch diese Prince Rupert's Drops 1660 nach England. Die waren natürlich aber schon vorher bekannt, die Niederlanden schon Anfang des 17. Jahrhunderts, und man vermutet auch, dass die Römer die Teile schon kannten. Sofern. Was ist diese Bologneser-Träne jetzt? Ja, hier sieht man es. Das sind Glastropfen, die man in Wasser oder Öl tropfen lässt. Und das Besondere daran ist, das Glas möchte sich beim Erkalten gerne zusammenziehen. Dadurch, dass das aber jetzt in ja, kaltes Wasser oder Öl tropft, dann wird diese Glasträne außen hart. Und innen ist aber noch flüssig. Und wenn sich das Innere abkühlen möchte und sich zusammenziehen möchte, geht das irgendwie nicht so richtig, weil hier außen die Glassträhne schon erstarrt ist. Dadurch entstehen enorme Spannungen in diesem Glas, und die ja, verleihen dem einen besondere Eigenschaften. Zum Beispiel, dass ich den Kopf mit dem Hammer bearbeiten kann, ohne dass der kaputt geht. Kneife ich aber mit der Zange den Schwanz ab, dann zerfällt das Ding in ganz, ganz viele Glasscherben. Das Ganze gibt es auch als Flasche, heißt dann Bologneser Flasche oder Bologna Bottle im Englischen, oder in manchen Zaubershops gibt es das. Da heißt es meistens Devil's Bottle. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, nur mit dem Unterschied. Also diese Flasche ist außen so hart, dass ich damit einen problemlosen Nagel einschlagen kann. Lasse ich den Nagel allerdings in die Flasche fallen, oder da reicht eigentlich schon eine Stecknadel, dann zerfällt das ganze Ding in sehr, sehr viele Einzelteile. Ich hatte enorme Schwierigkeiten, mir hier in Deutschland eine zu besorgen. Es gibt eigentlich kaum noch einen Shop, der diese Bologneser Flaschen hat. Aber wenn man im englischsprachigen Raum gibt es viele Zaubershops, die tatsächlich diese Dinger noch führen. Ja, man hat früher, ist auch ganz, vielleicht ganz interessant, diesen Glasstaub, der dabei entsteht, wenn man jetzt bei dieser Bologneser-Träne den Schwanz abschneidet. Das sind dann ganz viele Einzelteile, und die hat man mit Wasser vermischt, und damit hat man tatsächlich versucht, irgendwie Krankheiten zu heilen. Das war als Glaswasser bekannt. Ob das jetzt gesund war, ist eine andere Frage, aber man hat es tatsächlich getrunken und gehofft, damit die eine oder andere Krankheit heilen zu können. Aber schauen wir uns die Bologneser Träne bzw. die Bologneser Flasche mal in echt an. So, hier haben wir eine Bologneser Träne. Also sprich ein Glastropfen, den man in kaltes Wasser hat tropfen lassen. Und das Besondere ist, außen ist er wahnsinnig hart. Das heißt, ich kann hier mit dem Hammer draufhauen. Und der Kumpane ist heile. Aber wenn ich hergehe und diesen Schweif hier dran beschädige, sprich abzwicke, das hier ist die Bologneser Träne. Leider ein bisschen unscharf. Und sobald man diesen Schweif mit hier mit dem Seitenschneider abschneidet, ja, dann zerplatzt sie in 1000 Stücke. Ich mache das jetzt nochmal rückwärts. Das sind 1000 Bilder pro Sekunde. Also
1 pro Millisekunde und hier sieht man, wie schnell das geht. Hier ist er noch heile und zack, hier ist es schon weg innerhalb von einer Millisekunde. Und hier sieht man, wie die Glassplitter immer jedes Bild eine Millisekunde hier auseinanderfliegen. Mein Versuchsaufbau ist eine Kohlenbogenlampe. Hier habe ich eine Polarisationsfolie, die vertikal polarisiert. Diese Polarisationsfolie polarisiert horizontal. Hier hinten wird das Ganze sauber hinten am Schirm, der kleine blaue Punkt, abgebildet. Und hier kann ich dann meinen Prince Rupert Strop dazwischen halten und dann werden wir die Spannung in dem Glas sichtbar machen. So, hier ist der Prince Rupert Strop und den halte ich jetzt hier zwischen die Polarisationsfolien. Und man sieht sehr schön, die Spannungen. Zum Vergleich, ein Stückchen Plexiglas dazwischen halten und auch da sieht man sehr schön die Spannungen. Das hier ist eine Bologneser Flasche. Die ist dafür bekannt, dass sie außen so hart ist, dass ich hier einen Nagel mit einschlagen kann. Aber die hat eine Achillesferse und das ist die Innenseite. Und wenn ich hergehe, wichtig, Handschuhe und Schutzbrille habe ich schon auf, weil jetzt gibt es Glassplitter. Und dann nehme ich meinen Nagel und lasse ihn hier reinfallen. Na? Hier sieht man den Nagel in der Flasche tanzen und das ist die Schwachstelle in der Bologneser Flasche, die kleinste Beschädigung im Innern und zack, zerspringt die Flasche in ganz viele Teile. Und wenn ich das jetzt nochmal ganz langsam zurückmache, das sind 1000 Bilder pro Sekunde, das heißt immer zwischen jedem Bild vergeht eine Millisekunde. Und hier sieht man nochmal sehr schön, hier ist der Nagel in der Mitte und jetzt trifft er den Rand und zack, zerspringt die Flasche. Das sieht aus wie eine normale Colaflasche, ist aber keine. Normalerweise geht man her und lässt solche Flaschen sehr langsam abkühlen, damit keine Spannungen im Glas entstehen. Aber diesmal hat man sie sehr schnell abgekühlt. Und dadurch steht dieses Glas unter enormen Spannungen. Ist außen sehr hart und innen reicht ein kleiner Kratzer und das Ding zersplittert. Hier habe ich einen Stern aus Metall und den lasse ich jetzt hier reinfallen. Und ja, dann müsste die Flasche platzen.